Dann wollen wir doch mal sehen, was den armen Menschen in Tokul so widerfahren ist. Mit meiner leicht aufgelevelten Truppe, die hoffentlich bereit ist für das, was da kommt. Rein da. Geht direkt mit Drama los. Oh shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Alle tot. Hey, was geht hier vor sich? Was hat das zu bedeuten? Schnappt sie euch! Na toll. Nehmt sie mit nach Schloss Hain. Sie werden ein paar gute Sklaven abgeben. Warte mal, Schloss Hain? Das hieß doch anders. Tja, leveln wir umsonst. Alle tot, schade. Spiel vorbei. Sehen uns dann nächstes Mal. Oh, sieht aus, als wären wir geschrumpft worden. Oh, wo sind wir? Minish Cap? Schon, oder? Sie haben uns eingesperrt. Lasst uns am besten die Umgebung erkunden. Ich hoffe, sie haben uns nicht auch... What the fuck? Oh nein, sind wir jetzt in dem fliegenden Ding? In diesem fliegenden Baum? Das sieht hier nämlich sehr wurzelig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht ein bisschen wurzelig aus. Hallo, bist du auch hier eingesperrt? Dieses Schloss ist der ältesten Baum aus dem lebenden Wald. Hein hat ihn behext und Gänge und Räume in seinen Stamm geschnitzt. Wow, der muss echt Langeweile gehabt haben. So. Okay, da kommen wir nicht raus. Es sieht so aus, als könnten wir easy drüber klettern, aber leider hat er keinen Bock. Oh nein, das ist der König. Im Schloss war ja keiner, wie wir festgestellt haben. Ich bin König Argus. Ich herrsche über das Land nördlich der Wüste. Allerdings bin ich König über ein verlassenes Königreich, denn Hein hat meine Soldaten behext und lässt sie als seine Schergen agieren. Das klingt nicht so gut. Ich habe ihm vertraut. Sein Verrat kann nicht ungestraft bleiben. Eure Majestät, seid ihr in Ordnung? Es geht mir gut, aber ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ihr müsst Hein besiegen. Ja, ich versuche mein Bestes. Aber Hein ist gemein, wie der Name schon vermuten lässt. Hein hat das königliche Schwert von König Argus hier irgendwo versteckt. Oh, das klingt danach, als sollte ich das suchen. Hallo. Hein war König Argus' zuverlässigster Berater, aber er wurde von der Dunkelheit verdorben, nachdem die Erde bebte. Und nein, ist er in das Loch gefallen? Ja, Hein blöd. Mhm. Ich glaube, der wird ziemlich blöd. Warum haben die denn jetzt grüne Helme auf? Hein wurde von der Dunkelheit verdorben und hat große Macht von ihr erhalten. Und trotzdem verlangt es ihm nach mehr. Ist hier gar keine Monster? Ihr wollt Hein besiegen, sagt ihr? Das ist ja interessant. Dann müsst ihr jetzt sterben. Oh. Well, that escalated quickly. Okay, warte. Nein. Nicht so schnell, mein Freund. Okay, versuchen wir das mal so. Ark kann jetzt nämlich studieren. Ich führe das mal vor. Er kann studieren und rausfinden, wo die Schwachstellen vom Gegner sind und das werden wir dringend brauchen. So, 742 LP. Schwäche heilig. Überschaubar soweit. Bleibt Rache jetzt aktiv, wenn ich... Weiter... Kann ich den irgendwie provozieren? Wir probieren das jetzt an dem Typen mal aus. Bei Hein haben wir keine Gelegenheit rumzuspielen, so. Weil ich glaube, das ist nur eine sehr starke Konterattacke. Wenn er aber halt alle anderen angreift, nützt uns das zu viel. Dann nützt uns das genau genommen gar nichts. Schade, schon vorbei. Ja, der Damage von Ingus ist gar nicht mal so schlecht. Ja, feini, alle noch eine Berufsstufe. Feini. Der ist tot. Ah, guck mal, hier kommt man raus. Ja, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Ich hätte gern dieses Schwert. Hast du dieses Schwert?
Schrumpft euch hiermit. Ich kann das im Moment sowieso nicht gebrauchen. In der Ecke rechts ist ein kleines Loch zu finden. Viel Glück. Auch schon wieder, Mini? Nee, tun sie nicht. Weil die trinken generell nicht so viel. Dass der leer gehen würde. Ich fülle den jeden Tag auf. Oh? Nice, wenn jetzt hier drin Monster wären, könnten wir hier richtig schön grinden. Ich fülle den einmal am Tag auf, das reicht ihnen. Die haben so gar keinen Bock zu trinken irgendwie, selbst mit einem Trinkbrunnen. Sind die sehr lazy, also außer im Sommer, da mache ich denen aber sowieso Wasser ins Essen. Die sind lazy, einfach. Wenn wir doch nur durch dieses Loch passen würden. Ach komm schon, Luna, wie oft haben wir uns jetzt schon geschrumpft? Es ist viel zu klein. Dort können wir uns nur hineinzwängen, wenn wir uns schrumpfen. Dann machen wir das wohl. Das Problem ist nur, vielleicht ist Ark ganz klein. Hain ganz klein. Wenn das ein Minikampf wird, müssen wir dann aber nochmal umdisponieren, weil dann können wir nur mit Magie angreifen. Dann müssten Ingus und Luneth aber ganz schnell umschulen. Ja, das ist bei Katzen sehr unterschiedlich. Es gibt Katzen, die auch super viel trinken. Im Zweifelsfall mal die Nieren kontrollieren lassen, wenn die insane viel trinkt. Aber das ist je nach Katze unterschiedlich. Kann ich hier groß sein? Okay, perfekt. Die Musik ist hier auch irgendwie sehr fancy. Was hat der Hain alles geschnitzt, sagst du? Der muss echt Langeweile gehabt haben. So, erstmal Loot. Eine Phönixfeder, sehr gut. Und noch eine. Manche Katzen miauen auch, wenn der Napf voll ist. Manche Katzen miauen auch einfach die ganze Zeit, so wie das Mäuschen, seit wir umgezogen sind. Oh, Monster. Guten Tag. Ich schätze mal, für die wird das hier reichen. Ja, okay, wenn sie nur Trockenfutter isst, dann muss sie ja ausgleichen. Vielleicht sagt sie nichts, weil sie weiß, dass du das schon machst. Weil sie Vertrauen in dich hat. Oder so. Katzen sind komisch. Katzen sind nicht rational, das ist das Problem. Die sind einfach nicht rational. Wow. Was bist du denn für ein Twister-Auge? Ja, ein bisschen was gebracht hat das Leveln mit Luneth aber schon. Also 1000 Damage ist nicht schlecht. So gegen den Schaden, den die anderen machen. Ich meine, Ark ist entschuldigt, der steht in der hinteren Reihe. Eine Katze denkt auch, dass du in ihrem Haus wohnst. So. Ist das das Schwert? Heiliger Pfeil. Leider nicht. Ey, der Mini dreht jetzt auch jeden Morgen so zwischen 4 und 5 richtig auf, weil da geht ja die Sonne auf momentan. Da ist er aber richtig, der ist ein richtiges Sonnenkind. Ey, nein. Hau nicht Ingus kaputt. Au. Ist der denn so tanky? Der Augerich. Das wäre fast ins Auge gegangen. Ah. Just Orange Cat Things. Ich glaube auch. Ich habe auch noch, genau, ich habe ein bisschen eingekauft auch noch. Damit wir die Heilzauber ein bisschen sparen können, weil Geld habe ich aktuell gerade genug. Weit reichen uns die Potions nur nicht. Leider. Echt nicht, so krass viel heilen. Ich glaube 50 oder so. Das ist nicht ganz so viel. Oh Gott, jetzt kommt die Story des Tages. Hau raus. Ich bin sehr gespannt. Ach, noch so ein Auge. Du kannst fliegen! Ja, dann kannst du jetzt endlich alles machen. B-Stripes, Hunt-Trains, alles. Au. Dann steht dir die Welt und der Mond jetzt offen.
Ob wir hier wohl auch auf den Mond gehen? Oder gab's das erst in Final Fantasy IV? Och, der Alexander, das war ein toller Raid. Ich glaube, das Schwert ist hier nicht. Ich glaube, das Schwert ist hier nicht. Vielleicht im nächsten Raum. Ich muss nur den Schalter finden. Au. Es wird noch besser. Außerdem die Questreihe mit der vielleicht besten Musik. So. Kann ich da einfach weitergehen? Ach, das ist einfach eine Tür. Ja, perfekt. Okay, da geht's raus. Bist du das Schwert? Auch nicht. Das ist nicht gut. Das ist bestimmt irgendwo versteckt. Wenn ihr ein Schwert wärt, wo würdet ihr euch verstecken? Okay, die können einschläfern. Wenig sexy. Also im Privatleben fände ich das richtig toll, wenn mich einer so anguckt und ich würde sofort einschlafen. Aber so im Kampf. Es ist immer ein bisschen unpraktisch, wenn man pennt. Da, wo du mich nicht suchen würdest. Oh, shit. Hallo. Was macht denn eine Lamia hier? Da habe ich ja mal so gar keinen Bock drauf. Das Traurige ist auch, ich habe Feura, nee, Eisra und Blitzra geholt. Das haben die Wikinger versteckt gehalten vor mir. Aber als Gelehrter kann ich nur Stufe 1 Zauber benutzen. Sehr traurig, ehrlich gesagt. Sehr, sehr traurig. Les! Guten Abend auch dir. Mädchen, pack mal deine Brüste ein. Die wollen wir alle nicht sehen. Geh weg. Lamias sind gefährlich. Vor Lamias habe ich Angst. Na, wie lief der Raid? Okay, sie war weniger gefährlich, als sie angenommen hatte. Antarktiswind, 3000 Gil. Sweet. Du, ich habe keine Ahnung. Ich mache keine schweren Raids. Ich bin dafür leider nicht gut genug. Ich bin dafür leider zu schlecht. Aber ihr macht das schon. Nein, ich habe nur vom Axolotl Mount gehört und weine leise jede Nacht in mein Nachthemd, weil ich ihn niemals werde haben können. Das ist so. Das ist so mein Leben. Aber immer noch kein Schwert. Vielleicht sollte ich mich aufmerksamer umgucken. Einfach ein Axolotl zum Reiten, aber ich kann leider keine Savage Raids. Das heißt, ich werde ihn nie besitzen. Oh Gott, ihm ist der Kopf abgefallen. Oder ihr. Ich glaube, es hat Brüste. Ja, okay. Chill mal 2 Sekunden, deine Nuggets-Mädchen. Was ist hier los? Es ist ein Dullahan. Wieso hat ein Dullahan Boobs? Ich frage für einen Freund. Raids sind dumm, da musst du dich mit anderen zusammentun. Nein, nicht Lunas töten. Warum ist er so eine Magieglaskanone? Was stimmt denn mit ihm nicht? Magie ist so seine Achillesferse. Das ist schlecht, weil Hein greift, glaube ich, auch mit Magie an. Nee, das Ding ist, ich würde voll gerne raiden können. Aber leider, leider ist dieses Gehirn nicht mehr imstande dazu, sich eine 15-Minuten-Choreografie zu merken. Tja, sucks to be me. Ich weiß nicht, ob sie das dürfen. Ich dachte nur, sie werden es nicht. Oh, er kann ja jetzt. Guck mal, er hat auch mal Magie gelernt. Er kann jetzt auch Vita. Toll, oder?
Das Gute ist aber, dass Ark kein Magic Damage nimmt. Das könnte uns den Arsch retten. Ja, aber was nützt mir das, wenn ich doch den Axolotl Mount gerne hätte und ihn niemals werde haben können, außer sie packen ihn in den Cash Shop. Dann nützt es mir doch nichts, dass ich toll bin, wenn ich raiden kann. Es ist ein hartes Schicksal. Ihr macht euch keine Vorstellung. Vielleicht können wir ja seinen Vita dann auch ein bisschen abusen. Ach, Brillenputztuch. Einfach mit Spüli abwaschen. Das funktioniert am besten und dann riecht sie auch noch gut. So, ist hier das Schwert? Ich werde langsam nervös. Auch nicht. Dieser Baum ist größer, als ich erwartet habe. Warte, nein. Ah. Ich will's immer mit Ding. Kreis abbrechen. Aber ich muss die andere Taste drücken. Sehe jetzt aber auch nichts, was irgendwie geheimnisvoll aussehen würde. Aber für Spiele müsste ich ja aufstehen. Naja, besser als der Kratzer in die Gläser zu reiben. Muss ich fairerweise sagen. Wow, einfach mal das mit dem Critten, muss er sich einfach mal merken. Und dann war's das. Nein, hab ich nicht. Oder, Chat, hab ich? Nein. 4 haben wir vor 2 Jahren gespielt. Der Les versteht mich. Spüle ich richtig gut. Ich bin vor ein paar Jahren umgestiegen und ich kehre nie wieder zurück. Weil auch so diese Brillenputztücher, diese feuchten, die du in der Drogerie oder so kaufen kannst, die zersetzen die Beschichtung auf deinen Brillengläsern. Das ist richtig schlecht. Silvesterrakete zum Mond. Müsste 2 Jahre her sein, oder? Ich meine, ich wohne jetzt schon ein Jahr hier. Und das Silvester davor? 2,5 Jahre. Oder? Oder? Da ist es ja. So, das geben wir jetzt am besten unserem Ritterchen. Für 78 Damage. Also wenn das nicht reicht, weiß ich halt auch nicht. Kinder, dann weiß ich nicht, ne? Ich habe 16 noch nicht gespielt. Weiß auch nicht, ob ich das noch tun werde. Das finden wir mit der Demo wahrscheinlich am Sonntag raus. Außer es geht jetzt gleich alles in die Binsen, dann gleich. Aber sonst würde ich das mal für Sonntag anpeilen. Warum ist hier so eine Nische? Hier hätte man doch super ein Savepoint hinpacken können, oder? Sag mir mal lieber, ob die Demo Spinnen hat. Die Gloom Widow und die Arachne. Sind die in der Demo auch schon drin? Nur, dass ich Bescheid weiß. Wir sind draußen. Nein, hat sie nicht? Sehr gut. Dann ist das Erwachsenen-Clives Problem. Das ist sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir sind vielleicht gleich da. Nicht mal Spinnenfäden. Okay. Sie kommen irgendwann. Ich habe sie leider schon gesehen in der Präse. Als sie dieses 5-Stunden-Event gemacht haben. Das heißt, ich muss wieder ganz stark sein. Aber vielleicht spielen wir es ja auch gar nicht. Vielleicht finde ich die Demo auch total kacki. Warte mal, zählt das als draußen draußen? Leider nicht. Ein Elixier. Elixier, das schmeckt mir. So oder so ähnlich.
Kann mir nicht vorstellen, dass du das nicht mögen wirst. Ich leider schon. Kann es mir leider sehr gut vorstellen, weil es ist mir eventuell ein bisschen zu viel. Kein Wasser zum Heilen richtig räudig, oder? Ich habe extra dran gerochen. Das heilt einfach nicht. Keine Safe Points. Keine Heilquellen. Ist hier kein Ponyhof. Heilt einfach nicht. Bist du immer noch blind? Aber wieso seid ihr denn jetzt beide blind? Ich habe nur 4 Augentropfen. Das ist nicht so gut. Geht das von alleine wieder weg? Was meint ihr? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich wusste, ich hätte von allen Items mehr kaufen sollen. Schade. Zumindest er sollte mal was sehen. Na, dann mach dir doch was zu essen. Bist du eine Heilquelle? Auch nicht. Warum ist hier überhaupt so viel Wasser in einem Baum? Bin nicht sicher, ob das so gesund ist. Ey, wenn du Bock drauf hast, gönn dir. Bring allen dein Eis mit. Darauf hab ich nämlich Bock. Dabei hatte ich heute schon eins. Ich hatte heute schon ein geiles Milka-Eis. Und dann musste ich ein Nickerchen machen, weil ich mich viel zu voll gefressen habe. Aber man kann im Sommer halt auch nicht kein Eis essen. Das geht nicht. Hoppla. Geht ja auch nicht, ne? Oh, Zitronen-Buttermilchhörnchen klingt auch pervers geil. Oh oh, sind wir da? Ich glaube, wir sind da. Okay, dann kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Werden wir wieder komplett zerstört? Oder habe ich auch so 0,2% Chance mitzuspielen? In der ganzen Chose. Bis gleich. Guten Hunger. Ich habe Angst. Oh, der sieht aus wie Amon. Sehr cool. Ach, die Kraft der Dunkelheit ist wunderschön. Ein schwarzer Goblin aus Chaos. Was redet der Mann da? Ich glaube, er hat sein Gehirn verlegt. Ich meine, er ist nur ein Schädel. Ein Goblin, auf den ich eine alles umhüllende Nocturne zeichnen werde. Dieser Festung, den Soldaten von Argus und der Kraft der Dunkelheit, werde ich die Welt beherrschen. Jetzt mach mal langsam hier. Mach mal halblang. It's time to die! Bist du Elmo oder was? Oh nein, er hat einen Mantel. Mantel bedeutet nichts Gutes. Wenn ich eins von Rubikante gelernt habe, dann das. Studieren wir ihn erstmal. Ich glaube, mit Abwehr beschützt er vielleicht auch andere. Au. Barrierenwechsel. Okay, das ist sehr gut. Oh nein, okay, Boss-LP kann man dann generell nicht sehen. Gut, dann lag es nicht an Analyse, dann nehme ich alles zurück. Schwäche, Feuer. Okay. Wie kann das sein, nur an so ein... Ja, schon. Schon so ein bisschen. So, Feuer. Oh nein, warte. Ich kann... Ich glaube, dass der Gelehrte... Wenn er Items wirft, werden die stärker. Hab ich nicht. Hier, im Bombensplitter. Erteilt Feuerschaden. Auf ihn mit Gebrüll. Sie kann, glaube ich, nur Wind, ne? Ich hätte ihr vielleicht die krassen Zauber geben sollen, aber andererseits brauchen wir die vielleicht zum Heilen später. Okay, sie hat sowieso die Feuerklinge ausgerüstet. Dann schauen wir mal. Wir machen das jetzt ganz langsam und ganz vorsichtig und hoffen einfach das Beste.
Das ist aber auch so gemein, dass er zweimal angreifen darf, macht er nur im 3D-Remake. Wow. Habe ich da gerade 1800 gesehen? Nice. Im normalen Spiel darf er das nicht. Der cheatet nämlich im Remake. Das war aber, glaube ich, auch mein einziges, ne? Okay, dann greifen wir nochmal mit Feuer an. Sie kann sich mal heilen und er darf angreifen. Der müsste jetzt eigentlich eh gleich wieder Barrierenwechsel machen. Dann ändert sich der Schwachpunkt. Wow, Luneth, go! Chat, habt ihr gesehen, wann er Barrierenwechsel gemacht hat? Ich habe das nämlich wohl nicht gesehen. So, ein Lump. So, was machen wir jetzt, damit uns Luneth nicht stirbt? Kann ich wahrscheinlich nicht verhindern. Dann machen wir das mal so. Ich will halt eigentlich nicht eins meiner drei Vitras auf Luneth verschwenden. Aber ich glaube, ein Vita wird es nicht rausreißen. Ich habe auch kein Gegengift, ne? Ah doch, hier, Persona. Dann machen wir lieber mal das hier. Jetzt müsste er, wenn Luneth angegriffen werden sollte, theoretisch dazwischen gehen. Hä, Schwäche Feuer, wieso hat's dann null Schaden gemacht? Ja, Fragen? Ja, toll, danke. Jetzt macht er Barrierenwechsel, der Lump. Ja, kleine Lump, das würde ihm aber nichts nützen. Ich werde ihn einfach zu Brei schlagen. Werde ihn einfach zu Brei prügeln. So, dann studieren wir nochmal. Jetzt trollt er mich bestimmt. Aber wir machen das einfach nochmal so. Das ist zwar im Prinzip eine verschwendete Runde, aber hey. Schwäche Eis, okay. Das ist gut, weil so ein Eisding, so ein Arktiswind sollte ich auch noch rumfliegen haben. Was? Das ist der schwerste Gegner im Spiel nach Garuda? Chat, was ist passiert? Was? Hä? Hä? Er ist einfach tot. Ich habe mir zwei Tage in die Hose gemacht. Das Internet lügt wieder. Wie immer. Oder Grinden hat wirklich was gebracht. Ja, scheiße. Das war ja wild. Aber vielleicht kommt, vielleicht steht er nochmal auf. Oder auch nicht. Oh. Ein Erdbeben? Wir schweben in der Luft. Sind wir abgestürzt? Hab Dank, Krieger des Lichts. Die Wände können sprechen. Also ich würde ja jetzt abhauen oder es anzünden vielleicht. Ich bin der ältesten Baum aus dem lebenden Wald. Hein hat einen Zauber über mich gelegt, um mich zu beherrschen. Doch ihr habt mich von meinen Fesseln befreit. Ich danke euch, Krieger des Lichts. Nachdem ich die in mir gefangenen Menschen befreit und in ihre Heimat zurückgebracht habe, werde ich in den lebenden Wald zurückkehren. Oh ja, wir müssen auch noch den fetten Schokobo besuchen. Told you so. Ja, Mama. Ihr hattet wieder alle recht. Dann können wir es ja doch weiterspielen. Hurra! Vielen Dank! Vielen Dank! Nun ist es an der Zeit, zurückzukehren. Uh-oh.
Ich bin zurück, hier gehöre ich hin. Hab Dank für eure Hilfe, meine Kleinen. Der Dekobaum? Schon wieder? Hier, nehmt dies. Benutzt es, wenn euch die Kraft der Dunkelheit im Weg steht. Der schwerste Gegner nach Garuda und dem Endboss angeblich. Ich weiß ja auch nicht. Es war jetzt irgendwie, also bei Salamander haben wir ja übelst gestruggelt. Den musste ich ja zweimal machen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht hat Grinden doch irgendwas rausgerissen. Ihr habt den lebenden Wald gerettet. Wir danken euch. Was kriegen wir jetzt Schönes? Zahn des Windes erhalten. Der Wind hat Zähne? Stelle ich mir unangenehm vor. Ja, ich glaube, das musst du auch mal nachschlagen. Also, uff. Nun will ich schlafen, bis die Wunden, die Hain mir zufügte, geheilt sind. Gute Nacht. 1000 Jahre will ich schlafen und niemand wird diesen Wald betreten können, bis ich erwache. Meine Kleinen, es ist kein Zufall, dass der schwebende Kontinent vor 1000 Jahren entstand, als die Dunkelheit die Welt verschlang. Was? Spoiler davon euch zum ersten Mal. Und es ist kein Zufall, dass ihr 1000 Jahre später als Krieger des Lichts erwählt wurdet. Doch nun müsst ihr diesen schwebenden Kontinent verlassen. Und euch in die Welt der Dunkelheit, die Oberflächenwelt, begeben. Und wenn ich gar nicht möchte? Die Oberflächenwelt? Ihr müsst eilen. Wenn ihr jetzt nicht aufbrecht, wird es weitere 1000 Jahre dauern, bis ihr sie erneut betreten könnt. Dann soll ich einfach runterspringen wie Link oder was? Auf ein Wiedersehen. Möge euch das Glück hold sein. Kann ich nicht einfach vom Himmel hüpfen? Aber was ich kann, ist erstmal ganz schnell speichern. So. Safe. Okay, da unten ist mein Boot. Der Baum hat ja gesagt, er bringt alle wieder zurück. Das heißt, die müssten jetzt alle wieder im Schloss sein. Und wir müssten unser Luftschiff kriegen. Sehe ich doch richtig? Das sehe ich doch wohl richtig. Vertraue niemals Leuten, die Guides schreiben. Ich weiß doch auch nicht. Erstmal gehen wir gucken, ob die Leute hier jetzt wieder happy sind. Ihr habt uns gerettet. Habt Dank. König Argus und eine Prinzessin aus einem fernen Land wollen uns beim Wiederaufbau unseres Dorfes unterstützen. Oh, das ist bestimmt die Sarah. Kleine Zaubermaus. Hey, der sieht aus wie ich. Dank euch konnte ich aus Hains Schloss entkommen und in mein Dorf zurückkehren. Yay! Vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Mein Mann ist am Leben. Vielen Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Na, wie wär's mal mit Geld? Potions? Irgendwas? Nein? Okay, warum haben die ein leeres Hinterzimmer? Ist ja mal gar nicht verdächtig. Warum ist hier nichts? Wieso ist hier nichts? Baby und guten Hunger. Was gibt's denn Feines? Vielleicht frisch umgezogen? Ich hab die gerade erst gerettet. Können doch gar nicht umgezogen sein. Das geht ja gar nicht. Oh, die Türen sind aber immer noch vernagelt. Schade. Mein Sohn ist zurückgekommen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Wie wär's mit Geld? Frischkäse mit Scheibenkäse, Salami und Tomaten. Das klingt dekadent und lecker. Ihr möchtet etwas über die Kristalle erfahren? Vielleicht weiß jemand im Dorf der Alten westlich von hier Bescheid. Ja, da sollten wir wirklich nochmal hingehen. So, das ist der Älteste, glaube ich. Langsam erholt sich das Dorf von den Geschehnissen. Ohne eure Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Ja, wo ist meine Belohnung? Hallo? Hallo? Ihr habt uns alle gerettet. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich habe das doch nicht für ein paar warme Worte gemacht. So eine Person bin ich leider nicht. Tut mir leid. Ich muss auch von irgendwas leben. Ihr habt uns alle gerettet. Ich
danke euch von ganzem Herzen. Wo habe ich das nur schon mal gehört? Okay. Kann man in den Brunnen? Irgendwie sieht der Brunnen komisch aus. Man sagt, dass in der Siedlung in den Bergen westlich von Schloss Argus Menschen wohnen, die in die Zukunft blicken können. Ach ja, die komischen Seher, ne? Da sind wir ja überall schon mal gewesen. Aber ich glaube, zum Dorf der Alten können wir nochmal zurückfahren. Hast du noch mehr Briefe? Ein neuer Brief von Topapa. Die Kinder sind in Gefahr. Schlechte Neuigkeiten. Die Kinder sind von ihrer letzten Erkundung nicht zurückgekehrt. Wir haben sie so weit weg von Ur gesucht, wie wir uns trauten, haben sie aber nicht gefunden. Okay, vielleicht ist das die Onion Knight Quest. Das sollten wir vielleicht auch angehen, bevor wir den Kontinent verlassen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jemals wieder zurückkommen dürfen. Rede mit Mock, wenn du ihn in der Stadt triffst. Okay. Warte, wenn wir jetzt schon da sind, können wir auch einmal durchschaffeln und gucken, ob es noch mehr Briefe gibt. Ich mag den 3D-Remake-Stil ehrlich gesagt lieber. Also ich meine, ich mag auch Pixel, klar. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte... Das hört sich nach Zwiebel an, ne? Die Prinzessin hat geschrieben. Sassene. Nach dem Sieg über den Djinn geht jeder im Schloss wieder seinem gewohnten Tagesablauf nach. Ganz so, als wäre nichts geschehen. Ich möchte euch nochmals für eure Hilfe danken. Seid vorsichtig. Ja, geht's gut. Die ist auch im Chat. So, jetzt ist alles durcheinander. Dann gehen wir aber, glaube ich, trotzdem am besten erst ins Schloss, weil mit dem Luftschiff sind wir schneller. Njong. Ich bin so traurig, dass die Musik kaputt ist. Bin so traurig. Vor allen Dingen habe ich mal ein anderes Let's Play von der DS-Version reingelugt und die Mucke von den Gefährten ist ja insane geil einfach. Richtig sad. Werde ich für immer traurig drüber sein. Ihr habt Schloss Argus gerettet, Krieger des Lichts. Danke. Bitte. Macht euch keine Sorgen um Argus, Krieger des Lichts. Wir werden das Königreich wiederherstellen. Wo Hoffnung ist, ist auch ein Weg. Ja, nice. Ich sehe aber immer noch keine Geheimgänge, ne? Aber jetzt sitzt jemand an der Tafelrunde. Sweet. Definiere die Geschichte von FF. Für mich. Vielen Dank, dass ihr König Argus gerettet habt. Ja, immer wieder gern. Das Rad der Zeit wurde vor langer Zeit auch ewiger Motor genannt. Merkt euch das mal. Du meinst, das ist das letzte Aufbäumen von den Developern war, die gesagt haben, okay, das wird unser finales Spiel und wenn es floppt, dann war es das? Ja, das ist ziemlich cool. Das heißt Final Fantasy nicht umsonst. Dieser Kontinent schwebt. Wir leben also auf dem schwebenden Kontinent. Was habt ihr jetzt erst gemerkt? Ich meine, der Rand der Welt ist nicht so weit von ihnen entfernt. Diebe können verschlossene Türen ohne einen Schlüssel öffnen. Du willst also sagen, ich soll mir keine Zauberschlüssel kaufen, sondern mein Dieb leveln? Vielleicht mache ich das. Der Leuchter ganz rechts ist in Wirklichkeit ein Schalter, der einen geheimen Gang öffnet. Ach so. Welcher Leuchter? Mit dem König reden wir gleich. Wir müssen nur erst den Leuchter finden. Ein junger Mann kam vor ein paar Tagen hier vorbei und redete etwas von Pflicht und Schicksal. Was wohl aus ihm geworden ist? Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte mit Dash. Ja, wie es manchmal im Leben so läuft, ne? Die Entstehungsgeschichte von Final Fantasy ist schon ganz cool eigentlich.
was Leute an Final Fantasy I damals wohl so toll fanden, dass es damals revolutionär war. Obwohl wir unter Heinz' Kontrolle standen, sind unsere Taten in Tokul unverzeihlich. Wir müssen es nun wieder gut machen. Ja, so sieht's aus. Ihr habt Heinz' Barrierenwechsel durchschaut? Ha, ihr habt gezeigt, dass man noch Köpfchen braucht, um zu siegen. Und Glück. Ja, erzähl mal. Hau raus. Ich frage mich, was sich hinter dem Ende der Welt befindet. Von hier kann man nämlich nur Wolken sehen. Ja, ich bring dir ein Foto mit, ne? Hein benutzte seine magischen Fähigkeiten, um das Vertrauen des Königs zu gewinnen. Wer hätte gedacht, dass er ein Monster war? Ich weiß nicht, er sah schon ein bisschen knöchern aus. Vielleicht? Der König und Cid sind gute Freunde. Ich glaube, sie haben früher zusammen Luftschiffforschungen betrieben. Ach so. Gut, du spielst aber wahrscheinlich die Remaster-Version und nicht das Original, oder? Von Final Fantasy I jetzt. Hab Dank, meine tapferen Krieger. Ihr habt den Frieden im Königreich wiederhergestellt. Nehmt dies. Ja, spiel mal die NES-Version und wein ein bisschen. Die kann man aus heutiger Sicht echt nicht mehr verteidigen. So lieb ich es auch habe. Aber die NES-Version kannst du echt nicht mehr spielen. Das Rad der Zeit ist ein Erbstück der Familie von Argus. Es ist eine Maschine, welche einst vom mächtigen Volk der Alten angefertigt wurde. Ach so? Bringt es nach Kanaan zu Cid. Das braucht Cid wohl, um ein neues Luftschiff zu bauen. Dann können wir zur Oberflächenwelt. Yay. Da ihr Cid bereits zu kennen scheint, wisst ihr, was zu tun ist. Nun geht, Krieger des Lichts. Okay, tschüss. Ja, ich meine, das ist halt so wie, keine Ahnung, Ocarina of Time. Es war halt damals auch super revolutionär und heute fragt man sich, warum genau. Aber ja. Zum einen, das kleine Bildchen vom Monster sah aus wie ein Ritter, der einem den Rücken zukehrt und wo man nur den Umhang sieht. Ja, Rubikanta halt, ne? Rubikanta hat uns alle geprägt. Aber das bezeichnende Feature von Cyberpunk ist doch nicht Raytracing, oder? So, Kanaan war da rechts, richtig? Und dann müssten wir ein Luftschiff kriegen und dann können wir alles nochmal abdüsen. Vielleicht werden wir auch direkt nach unten geworfen. Kann passieren. So, Onkel Cid, wo bist du denn? Der wohnte doch irgendwie ganz hier hinten mit seinem Frauchen. Weißt du noch, wie COD damals flexte, dass Fische auf dich reagierten und wegschwimmen? Etwas, das Mario 64 schon machte. Ja. Aber vielleicht hast du Mario 64 nicht gespielt, weil du 12 Jahre alt bist und denkst dir, wow, das ist voll cool und neu. Das Rad der Zeit. Ihr habt also mit König Argus gesprochen. Dann geht's jetzt an die Arbeit. Ich werde die Enterprise mal ein bisschen aufmotzen. Aufmotzen, aufmotzen. Damit sie nicht wieder bei der kleinsten Berührung einfach in 1000 Teile zerschellt. Wow, das ging schnell. Fertig. Drücke A, um sie in ein Luftschiff zu verwandeln. Ach, er hat jetzt einfach das Boot umgebaut. Verstehe. Denk aber daran, dass man nur im Meer landen kann. Das war schließlich ursprünglich ein See und kein Luftschiff. Jetzt könnt ihr den schwebenden Kontinent verlassen und in eure eigene Welt zurückkehren. Spoiler? Was? Hä? Moment mal. Was willst du damit sagen? Unsere eigene Welt? Was meinst du damit? Ups. Tja, es wird wohl Zeit, dass ich euch die Wahrheit sage. Ihr vier und ich, wir sind nicht aus dieser Welt. Nicht vom schwebenden Kontinent, meine ich. Papa?
Vor 10 Jahren schipperte ich mit einer ganzen Ladung Passagiere in meinem Luftschiff dahin. Es war ein Tag wie jeder andere, bis das Schiff plötzlich in undurchdringliche Dunkelheit gehüllt war. Ach du Scheiße. Alles brennt. Und dann bestand mein Luftschiff nur noch aus Trümmern. Wir waren abgestürzt, alles brannte, wo ich auch hinschaute. Einfach mal Weltuntergang, live miterlebt. Außer mir habt nur ihr den Absturz überlebt. Aber daran erinnert ihr euch bestimmt nicht, ihr wart ja damals noch kleine, niedliche Babys. Imagine so, du bist mit deinem Luftschiff unterwegs, crasht, alles steht in Flammen und alles, was übrig bleibt, sind 4 Babys und du. Ich weiß nicht, was mit unserer Welt passiert ist, nachdem die Dunkelheit kam. Ihr müsst gehen und es herausfinden. Ihr seid die Krieger des Lichts. Ihr werdet das schon hinkriegen. Okay, erstmal so eine Lore-Bomb droppen. Das wär's nicht. Übrigens, ihr seid gar nicht von hier. Ich meine, okay, dass wir adoptiert sind, wussten wir, glaube ich, vorher schon, aber uff. Ja, das habe ich aber auch gelesen, dass Hein keinen physischen Schaden nimmt und 4500 HP hat. Also das wusste ich, dass es nicht 45.000 sind. Aber die Ironie ist, er hat ja physischen Schaden genommen. Ich habe ihn ja letztlich jetzt mit Luneth totgeprügelt. Mit seinen Fäusten. Also, das war super merkwürdig. Okay. Ich kann Frau Sid nicht alleine lassen. Okay. Seid vorsichtig, hört ihr? Ja, ich könnte ein Elixier mehr haben, wenn ich dich nicht gerettet hätte. Nur mal so am Rande. So, was verkauft ihr hier noch? Nichts Nützliches. Ich kann also nur auf Wasser landen. Er bleibt Frau Sid treu. Naja, ihr könnt ja auch mal ein paar Abenteuer erleben, ne? Oh, das Problem ist aber... Ach du Scheiße. Ich komme wieder nicht über Berge. Nach Hause komme ich so erst nicht. Außer ich kann auch hier landen. Ne, ich kann tatsächlich nicht landen, okay. Wie viel HP hat denn der nächste Boss? Muss ich Angst haben? Hat man eigentlich schon den 16 Sid gesehen? Ja, der müsste einer der Dominants sein. 8K? Uff. Aber wenn wir gerade so schlaue Dinge machen... Hat einer einen Plan, wie das mit dem Onion Knight funktioniert? Sidolphus, richtig. Ramus Dominant. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob es Ramu ist, aber anscheinend schon. Ramu. Also, weil ich glaube, man muss erstmal mit dem Ältesten sprechen. Aber dann weiß ich auch nicht weiter. Nö. Ah doch, die Kinder scheinen in der Dingshöhle zu sein. Okay. In der Altarhöhle. Gehen wir da mal hin. Da sollte ja auch nichts lauern, das uns gefährlich werden könnte. Kinderchen! Haben sich aber auch einen blöden Ort ausgesucht zum Spielen, ne? Vielleicht sollte man da einfach so ein Gitter davor packen. Damit hier nicht jeder Hinz und Kunz einfach reinlatschen kann. Ist ja so ein semi-heiliger Ort. Da sind sie! Oh nein, sie werden angegriffen. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen ihnen helfen. Hey, warum vergreift ihr euch nicht an jemanden, der so groß ist wie ihr? Oh. Ach, du kleiner Schnuffel, du. Okay, ich weiß nicht, ob ich vor 3 Bombern Angst haben muss. Das sehen wir gleich.
nicht so doll vielleicht. Die wirken jetzt nicht so wahnsinnig bedrohlich auf mich. Dreimal Vollrad drauf und fertig. Ja, ungern. Danke, Ark. Für die, die sich nicht mehr erinnern, das sind die Kinder, die Ark am Anfang des Spiels gemobbt haben, dass er weinend aus dem Dorf gerannt ist und fast gestorben wäre. Ja? Die kleinen Scheißer da. Ist, by the way, eine Referenz auf Final Fantasy Tactics. Da gibt es den super starken Swordsman Sidolphus, der auch der Thunder God genannt wird. Cute. Ja, diese kleinen Mobber. Ich hoffe, sie haben ihre Lektion gelernt. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet du uns retten würdest. Tja. Das sollte euch eine Lehre sein, bewohntes Gebiet nicht mehr zu verlassen und vorsichtiger zu sein. Wir können sie auch einfach vom Kontinent werfen. Dann ist Ruhe. Kommt, lasst uns zurück nach Ur gehen. Hey, Ark. Das hier haben wir gefunden. Es ist für dich. Ein Kristallsplitter. Du kannst nun deinen Beruf zum Zwiebelritter wechseln. Hurra! Der war aber auch, glaube ich, ein bisschen tricky. Weil der kann auch gemein sein, der Job. Und einen Stat locken oder so, habe ich gelesen. Ach, stimmt ja. Der sieht doch... Stimmt, jetzt wo du es sagst. Die Connection habe ich gar nicht gezogen zu dem 14 Boss. Ist ja wild. So, sind jetzt alle wieder glücklich? Vielen Dank, jetzt geht es mir besser. Perfekt. Okay. Dann auf zu den Alten. Ja, der mit den vielen Schwertern, ne? Dann gehen wir doch Emmet Selk mal einen Besuch abstatten. Beziehungsweise... Was geht hier noch so ab? Endlich kann ich wieder an meine Arbeit in den Mithril-Minen gehen. Weiß nicht, die meisten Leute freuen sich, wenn die nicht arbeiten müssen, oder? Hm. Wart ihr schon im Nelftal? Es ist der einzige Weg durch die Parmeni-Berge. Oh, du wärst überrascht. Du wärst überrascht, wo wir schon überall waren und wo wir überall noch hingehen. Wäre es eigentlich kein Final Fantasy XIV Raid Boss? Fair. Bam, bam, badam, bam, bam. Ich wäre auf meinem Schloss vorbeisehen sollten, aber ich glaube, die Sarah ist gar nicht mehr da. Die baut doch irgendwas wieder auf. Ich hab's schon wieder vergessen, weil so viele Dinge passiert sind. Oh, und wir müssen einen Chocobo Forest aufsuchen, damit ich mal mein Gizar-Kraut irgendwo hinhängen kann. Aber ich glaube, bei den Ancients war ja gerade eins, ne? Ah, war das Argus Castle? Da habe ich sie aber nicht gesehen. Wie komme ich denn jetzt darüber? Da. Hier waren wir ja auch noch nicht, ne? Dass da so bedrohlich irgendwas schwimmt und ich da nicht drankomme. Kann ich da... Achso, ja. Okay, das zählt nicht als Wasser. Schade. Vielleicht müssen wir da eh mit einem Chocobo wiederkommen. Gott, das ist so ein lautes Geschepper, Mann. Ich bin komplett nicht da, wo ich sein sollte. Perfekt. Wo sind wir denn da? Na komm, das ist doch über Wasser. Das ist doch über Wasser. Ich glaube, ich möchte zuerst ein Gizar-Kraut darbieten. Weil ich nicht weiß, was dann passiert. Es riecht nach Chocobo. Wie kann das denn nur sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Oh Gott.
der fette Chocobo erscheint. Der Chocomoppel ist vor allen Dingen eigentlich voll das Baby, ne? Guck mal. Jetzt kann ich Sachen bei ihm lagern, aber was nützt mir das? Bin nicht sicher, ob mir das überhaupt irgendwas nützt. Das Riesenbaby mit meinen Sachen voll zu stopfen. Aber jetzt haben wir ihn zumindest mal gesehen, ne? Er ist so süß. Aber ich glaube, mein liebster Fat Chocobo ist der aus 9. So, die schöne Spieluhrmusik. Okay. Müsste Dash dann auch nicht eigentlich hierher gekommen sein, weil wenn die eigentlich die Hüter des Turms des Owen sind, was er ja gerade macht? Ich habe so viele Fragen. Würdet ihr es glauben, wenn ich sagte, dass der Boden unter unseren Füßen dieser Kontinent schwebt? Nein, so ist es dennoch wahr. Der Turm des Owen ist eine Säule, erbaut vom Volk der Alten. Sie trägt diesen Kontinent und bringt Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit. Also müssen wir jetzt nochmal dahin? Ja, das haben sie mir aber alles letztes Mal schon erzählt, glaube ich. Mit der Lichtflut und so. Hallo, ich stehe genau vor dir, by the way. Ich hatte irgendwie erwartet, dass jetzt hier noch was passiert. Dash, wer ist Dash? Ach, nur irgend so ein Hotshot. Hey, ich habe 2 Feuerzauber. Könnte ich Refi eigentlich einen aufdrücken? Vielleicht. Mein Teleport ist schon ganz nice und so, aber... Das nützt mir in Kämpfen jetzt auch nicht so... Auch nicht so viel. So. Kann man ja dann immer umswitchen, wenn wir raus teleportieren wollen. Aber ich glaube, im Kampf nützt mir das halt nichts, ne? Vielleicht können wir Dash jetzt befreien, damit er zu seiner Alten zurückgehen kann. Die liegt ja immer noch depressiv im Bett und bewegt sich keinen Millimeter. Ist ja auch kein Leben so. So, haben wir hier noch fette Ausrüstung. Ich glaube, ich habe schon die besten Sachen. Wir werden nie herausfinden, was um Himmels Willen in der Flammenhölle passiert ist. Dass der Typ uns einfach tot gecrittet hat. Wir werden es nie erfahren. Aber das ist ja auch irgendwie weird. Es gibt ja 4 Kristalle. Und 2 sind hier oben und 2 sind schätzungsweise dann unten. Aber wie hat das denn funktioniert? Oh, ich sollte noch Items kaufen, fällt mir da gerade ein. Noch irgendwas davon loswerden. Den einen Feuerzauber brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Platz im Inventar. Aber ich schätze mal, auf der Erdoberfläche wird es auch Shops geben. Bin ich einfach mal ganz vorsichtig optimistisch. Alterchen, geht's dir gut? Itemladen.
Kaufen wir mal noch ganz, ganz viele Potions, weil wir Mengenrabatt kriegen. Und gerade Geld haben. Dann noch ein bisschen was hiervon. Bisschen was davon. Weißt du, Augentropfen sind auch noch so spottbillig. Ich hatte einfach kaum welche dabei. So, dann haben wir immer noch 25.000. Schon eine Menge. 120 Gil? Na gut. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das sind dann aber hoffentlich auch die weichsten Betten, die je ein Mensch beschlafen hat. Na gut, wollen wir noch irgendwo hinfahren? Ich glaube, wir haben sonst alles gesehen, was es hier so gibt. Außer natürlich dieses Ding mit dem Wasser. Ich meine, wir können mal versuchen, ob wir mit dem Chocobo dahin laufen können, wo wir gerade nicht weitergekommen sind. Ja, den Zwiebelritter haben wir doch vorhin geholt. Den haben wir schon. Ark hat den Kristallsplitter bekommen. Aber ich glaube, sonst in Gizar könnten wir noch Zauberschlüssel kaufen, aber ich weiß immer noch nicht, für was die überhaupt gut sind. Also sie öffnen Türen, aber sonst weiß ich auch nicht. Und ich glaube, sonst waren wir überall. Was zeichnest du denn Schönes? So, aber kann der Chocobo über Wasser laufen? Der kann ja nicht über Wasser laufen. Komme ich denn da überhaupt zu Fuß hin? Glaube ich nämlich nicht. Wir könnten so coole, fetzige Musik hören. Ich werde mich nie nicht darüber aufregen. Nee, weil da komme ich nicht durch, aber hier. Kann ich nicht da hochlaufen? Ich habe doch aber Menschen gesehen, die es getan haben. Ach, ich spiele Gartic Phone. Ja, dann viel Spaß dabei. Ja gut, dann weiß ich nicht, was es mit dem Fisch da oben auf sich hat. Es hat auch noch nie jemand davon gesprochen. Also schätze ich, nehmen wir das einfach mal so hin. Und dann geht's ab in die Unterwelt.